Ja, liebe Freunde, ihr verzeiht, ich habe Platz genommen, ich sitze. Ein älterer Mensch erzählt nicht so gerne stehen, macht sich auch nicht so gut. Ja, nun wollt ihr ein bisschen was von mir hören. Ich bin ein 38er Jahrgang, Berliner, jetzt Rentner und seit 47 Jahren, über 47 Jahren, glücklich verheiratet und bemerkenswert, gell? Immer mit derselben Frau. Ha, das macht ihr mir mal erst nach. Ist gar nicht so einfach. Aber was? Nur nebenbei. Ja, gelernt habe ich Werkzeugmechaniker. Aber wisst ihr, ich möchte euch das ersparen jetzt, was ich alles im Leben gemacht habe. Nur so viel. Schon sehr in jungen Jahren war ich begeisterter Laienspieler. Und an dieser Begeisterung, und da ist bis heute überhaupt nichts verloren gegangen bei mir. Im Gegenteil. Erst jetzt in reiferen Jahren als Rentner, ja, bin ich da, ich will nicht sagen, unbedingt zur Hochform aufgelaufen, aber ich würde sagen, doch ganz schön aktiv. Viele Freunde meinen, ich wäre eigentlich sowas wie ein spritziger 38er Berliner Jahrgang, wenn man mich mit Wein vergleichen wollte. Nur bei mir ist es vielleicht so, wie mit alten Weinen, die man mitunter viel zu spät entdeckt. Ja, und diese Chance, die will ich natürlich jetzt hier über meine Homepage natürlich schon ein bisschen vergrößern. Und falls ich es vergessen habe, selbstverständlich, bitte seht es mir nach. Ich heiße euch natürlich auf meiner Homepage herzlich willkommen, das ist ganz klar. Aber wir wollen nicht abschweifen. Ja, ich habe also dann schon mal 1981 ein ganz prägendes Erlebnis gehabt. Ich konnte mit der unvergessenen Helga Feddersen auf der Bühne stehen. In einer Spielshow, 10 oder weniger in Wien. Es war grandios, es war fantastisch. Ja, und da verschloss sich dann auch sogar noch ein Auftritt in Kölner Treff mit der Elke Heidenreich an. Es war alles 1981. Und da durfte ich sogar einen komödiantischen Vortrag zu Gehör und zur Ansicht bringen. Auch mit großem Erfolg. Leider habe ich damals die Chance nicht richtig genutzt oder nicht zu nutzen gewusst und auch nicht die nötigen Beziehungen gehabt. Das ist ganz wichtig. Aber jedenfalls, ich hatte dann eine sehr große Pause. 2003 bin ich wieder aus Bayern nach Berlin zurückgekommen und dann bot sich mir die einzigartige Gelegenheit. Ich habe ein Inserat gelesen, da wurden Darsteller gesucht für eine neue Krimiserie beim ZDF. Naja gut, ich habe mich beworben. Ich war damals ja gerade 66 und die Devise lautete einfach, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Naja, dann bin ich auch dafür der richtige Mann. Und ihr glaubt es nicht, ich habe sogar eine Hauptrolle gekriegt. Jawohl. Na, von da an ist doch klar, also war ich nicht mehr zu bremsen. Ja, und dann habe ich mich also doch bei Agenturen gemeldet. Ja, und dann bekam ich so mehr und mehr mit dem Medium Fernsehen, Film, Werbung, Fotoshootings, ja, kam ich immer mehr in Berührung mit teilweise sehr großem Erfolg, den ich natürlich auch weiter ausbauen möchte. Ja, und dabei könnt ihr mir doch behilflich sein. Erzählt von mir. Tragt das weiter. Jede gute Mär muss weit verbreitet werden. Obwohl, das ist ja keine Mär, was ich hier erzähle, sondern es sind wirklich Tatsachen. Ja, und so bin ich halt eben ein älterer, seriöser Senior-Darsteller. Und deswegen heißt auch meine Homepage so. Ja, was soll ich euch sonst noch erzählen? Am besten ist, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, ja, dann gut, dann ruft mich einfach an oder schickt mir eine Mail und ich antworte euch ganz bestimmt. Also, wollen wir es so halten? Wäre nett von euch, würde mich sehr freuen. Und ein bisschen dürft ihr mir auch die Daumen drücken, dass da noch ein bisschen was mehr kommt. Alles klar? Klasse!
Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören oder wir sehen uns wieder. Alles klar, gut. Macht's gut, Freunde. Tschüss.